Traditionell eröffnen die Rudolstädter das Festival und schlagen damit einen Bogen vom Tanzfest der DDR zum heutigen Weltmusikfestival. Ihr Eröffnungstanz ist eine Reminiszenz an den diesjährigen Länderschwerpunkt Kolumbien. Mich macht es unsagbar stolz, dass wir Rudolstadt als Einheimische, als Lokalmatadoren immer noch vertreten dürfen. Und ich glaube auch unsere Fans, die freuen sich, uns hier zu jedem Rudolstadt-Festival mittlerweile begrüßen zu können. Ich bin nun das Urgestein eigentlich hier, der Letzte auf der Bühne, der Älteste im Prinzip. Und ich stand zu DDR-Zeiten gerne auf der Bühne, weil es hat Spaß gemacht eben. Auch weil man zeigt Sitten und Gebräuche, wie es damals üblich war. Und das möchte man auch heutzutage eben noch fortführen. Also es ist eben eine Überlieferung von altem Brauchtum. Und das finde ich ganz toll, dass man das eben mit hier einbringen kann auch. Mittlerweile ist es fast mit Hochleistungssport zu vergleichen, das, was unsere aktiven Tänzer hier auf die Bühne bringen. Es bedarf vieler Proben, viel Enthusiasmus, viel Engagement, ohne dem würde es nicht gehen. Und wir wollen ja auch der Jugend, die jetzt aufwächst, alte Traditionen, Sitten und Gebräuche nahebringen im Prinzip, damit die irgendwo nicht verloren gehen. Jedes Land hat seine Eigenheiten im Prinzip und die möchte man auch pflegen. Wir sind zwar international, aber das alte Brauchtum, das muss auch gepflegt werden. Früher war es ein reines Tanzfest. Mitmachtanz gab es eher weniger, mehr alles von der Bühne. Und ich glaube, heutzutage diese Vielfalt, das macht es halt heute aus. Und ich persönlich finde auch so diese ganz kleinen Dinge, so am Straßenrand, die so ganz spontan entstehen. Das ist auch, was heutzutage zum Fluidum mit beiträgt. Der entspannte Charakter ist es, der den Reiz des Festivals ausmacht, egal ob auf großer Bühne oder bei den Straßenmusikern in der Innenstadt, die neben Lebenslust auch Nachdenkliches vermitteln. Drum nehme ich euch mit auf goldenen Schwingen, lasst uns Freiheitslieder singen, damit dein Feuer hell erglüht, damit dein Sturm das Herz berührt. Damit die Wellen beben draußen, als waren wir 10, heute sind wir 1000! Die Geschichte als Weltmusikfestival beginnt 1991 in der Nachwendezeit. Der internationale Charakter mit gleichberechtigter Einbindung der deutschen Kultur bleibt ein Markenzeichen trotz aller Veränderungen. Andrea Hotzko, hier bei den Ständen der Instrumentenbauer, hat für ihr innovatives Konzept von Musikkursen, die die Angst vor dem freien Spielen ohne Noten nehmen, die Ehrenrut erhalten. Rut, das ist der renommierte Weltmusikpreis, der in verschiedenen Kategorien jedes Jahr in Rudolstadt vergeben wird. Welchen Spaß es macht, sich spontan zusammenzuschließen und gemeinsam Musik zu machen, wird überall deutlich. Das Royal Street Orchestra aus Wuppertal ist ein weiterer Preisträger. Die Gruppe hat die Förderrut erhalten. Die Musiker verbinden Balkan und Orient mit europäischen klassischen Sounds. Sie zeigen exemplarisch, was als Botschaft hinter dem Thema Weltmusik steht. Weg von nationalistischen Abgrenzungen hin zu Gemeinsamkeit. Sich interessieren, was die anderen zu bieten haben. Offen sein, aufeinander zugehen. Und die Zuschauer lassen sich bezaubern vom mitreißenden Klang des Akkordeons, vom betörenden Sog der Geige, die alle in ihren Bann zieht. Das Festival ist nichts für Einzelgänger. Fast 100.000 Besucher in einer Stadt mit 20.000 Einwohnern. So ein Massenansturm muss verkraftet werden. Wie gut, dass das herrliche Freibad mit seinem kristallklaren Wasser nur wenig vom Festivalgelände entfernt liegt. Einheimische und Gäste wissen das zu schätzen. Viele Rudolstädter bringen sich am Rand des Festivals
mit eigenen Aktivitäten ein und bereichern es damit. Frau Faber, Sie haben ja wahre Schätze hier zusammengesammelt. Was verkaufen Sie hier? Habe ich heute schon ein paar Mal gehört, dass zufriedene Kunden von mehreren Jahren wiederkamen immer und sich gefreut haben, dass ich noch da bin. Ich kaufe gerne Knöpfe so konvolut auf so, und dann sortiere ich die und fädel sie zusammen. Da freue ich mich immer, wenn ein paar Puppen dafür dabei sind. Denn das ist wirklich eine Seltenheit jetzt. Ich freue mich, wenn ich Kunden habe, die Spaß dran haben, was Alten und das wiederbeleben und Kleinigkeiten dann auch für ihre Neugestaltungen brauchen und aussuchen. Manche, die wühlen dann stundenlang hier und freuen sich über jedes kleine Stück, was sie finden. Es macht mir Spaß, ich habe doch Zeit als Rentner. Gelassen blickt Friedrich Schiller von seinem erhöhten Standort auf das Treiben im Garten des Schillerhauses hinunter. Der große Dichter hat in Rudolstadt bei den Schwestern von Lengfeld gewohnt. Charlotte wurde später seine Frau. Das Rudolstädter Mandolinenorchester Wanderlust erfreut alle, die es ein bisschen beschaulicher mögen, mit seinen zarten Klängen. Im Westteil der Stadt erstreckt sich ein Band prächtiger alter Villen. Kaufleute, höhere Beamte, Offiziere, Professoren bauten sie Anfang des 20. Jahrhunderts. Einer von ihnen war der Fabrikant Friedrich Adolf Richter, der die gleichnamige Villa baute. Berühmt wurde er durch die Ankersteinbaukästen, die jahrzehntelang weltweit verkauft wurden. In der DDR eingestellt, läuft die Produktion jetzt im Kleinen wieder. Aus Leinöl, Quarzsand, Kreide und Farbe werden stabile Bausteine gefertigt. Das Besondere ist es, dass ohne Klebstoff oder Ähnliches hochkomplexe Bauwerke entstehen können. Nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Architekten und Ingenieure begeistern sich an den vielen Variationsmöglichkeiten. Der jährliche Familientag im September ist ein fester Termin für alle Ankerspielsüchtigen. Auch am Stand auf dem Festival ist das Interesse groß. Viele ältere Besucher kennen die Bausteine noch aus ihrer Kinderzeit. Das bunte Kaleidoskop aus beschaulichem Residenzstädtchen und quirliger Festivalatmosphäre erzeugt eine leichte, fröhliche Stimmung. Da ist es einfach, Vorurteile zu überwinden. Was zählt, ist allein der Charakter jedes Einzelnen, nicht seine Herkunft oder Hautfarbe. Anders haben es Lale Kotschgün und diese begleitenden Musiker erlebt. Die Kurden werden in der Türkei missachtet und unterdrückt, ebenso wie andere Kulturen und Sprachen, die nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehören. Die Kirche mit ihrer ganz besonderen Atmosphäre ist für die getragenen Weisen der ideale Auftrittsort. Die Musiker sind berührt von dem großen Interesse der Zuhörer an der für sie doch fremden Musik. Mit unserer Musik möchten wir eigentlich eher dazu animieren, auch unsere eigenen Leute eher ihre eigene Sprache zu sprechen. Deswegen ist es so fokussiert auf das Sasaki oder auf das Kurdische. Klar, man ist offen auch für neue Kulturen und man passt sich auch an, aber man sollte niemals seine Wurzeln vergessen. Ganz anders geht es im Tanzzelt zu. Hier ist es laut und fröhlich. Auch dies ist eines der Basiselemente des Festivals. Mit ihren Kindertänzen gehören Sigrid Doberenz und Wimmerschinken seit Jahren zu den Erfolgsgaranten. Denn Tanzen, das macht eben einfach Spaß. Vor allem, wenn auch ein bisschen Quatsch, wie hier beim Auskehren, dabei ist. Einige der Rudolstädter Villengärten sind in das Festivalgeschehen integriert. Die Konzerte dort gehören zu den ganz besonderen Leckerbissen. Vermitteln sie doch eine sehr persönliche Atmosphäre.
Man fühlt sich, als gehöre man zu den Gästen eines ganz privaten Sommerfestes mit lockerer, leichter Musik. Ein Genuss, der seinesgleichen sucht. Die Leichtigkeit des Festivals, das früher Tanz- und Folklore-Festival hieß, greifen sie auf, die zarten Porzellanfiguren der ältesten Volkstädter Porzellanmanufaktur. Inzwischen unter dem Dach der Seltmann-Gruppe werden in Rudolstadt weiterhin hochwertige Porzellanfiguren gefertigt. In der gläsernen Porzellanmanufaktur können die Besucher den Herstellungsprozess direkt miterleben und so ein Gespür dafür entwickeln, wie viele Arbeitsschritte notwendig sind, bis eines der edlen Stücke fertig ist. Das hat natürlich seinen Preis. Neben den traditionellen Formen gibt es heute im Sortiment auch ein großes Angebot an modernen Figuren, die neue Käuferschichten ansprechen sollen. Zurück im Trubel des Festivals reißt die Gruppe La Naya die Zuhörer mit ihrer Musik voller Energie und Lebensfreude mit. Die Musiker leben sowohl in Berlin als auch in Burkina Faso. Sie engagieren sich aktiv gegen Gewalt und Rassismus. Der Liedermacher Stopok ist der Hauptpreisträger der RUT. Mit seinen oft lakonischen Texten zeichnet er ein Spiegelbild der Gesellschaft. Mal ironisch, mal kritisch, mal liebevoll. Und hat sich damit eine treue Fangemeinde geschaffen. Carmelo Torres ist der große alte Mann der Cumbia-Musik in Kolumbien. Der Bauernsohn und seine Musiker präsentieren einfache Lieder voller Alltagspoesie. Sie handeln von der Natur, dem Leben, der Arbeit und der Liebe. Der Heine Park, das Herzstück des Festivals, lockt bis tief in die Nacht die Zuhörer in Scharen. Viele Festivalgäste verlängern ihren Aufenthalt in Rudolstadt, weil die Gegend so viel mehr zu bieten hat als Weltmusikflair. Dazu gehört auch die Heidecksburg. Das eindrucksvolle Barockschloss beheimatet neben dem Museum noch ein einzigartiges Kleinod. Die Fantasiewelt Rokoko en Miniature. Es ist das Lebenswerk zweier Künstler, die sich über 50 Jahre eine Fantasiewelt erschaffen haben. Kunstvolle Figuren, gerade mal Streichholz groß, prächtige Paläste, fantastische Landschaften. Sie waren die Herrscher über die Königreiche Pelarien und Dionien. Sie haben jahrzehntelang im engen Austausch, ganz privat, nur für sich allein, die Geschichte immer weiterentwickelt. Heute sind ihre Werke der Öffentlichkeit zugänglich und begeistern alle. Rudolstadt, eine kleine Residenzstadt im Herzen Thüringens, die sich auszeichnet durch Gelassenheit, durch Weltoffenheit und Toleranz. Musik.